Liebe Brüder und Schwestern, Spreu und Weizen werden getrennt, so sagt uns heute Johannes der Täufer im Evangelium. So müssen wir uns fragen, was tragen wir in uns, in unserem Inneren? Wie leben wir als Christen? Sind wir mehr von Spreu erfüllt oder sind wir wirklich ein fruchtbarer, kostbarer Weizen, den der Herr in seiner Tenne, in seiner Scheune sammeln wird? Johannes der Täufer rüttelt die Menschen auf. Eindrucksvoll ist seine Gestalt, der Rufer in der Wüste, der Wegbereiter des Herrn. Ja, dieser Rufer im Advent unserer Zeit, unseres eigenen Lebens. Bereitet dem Herrn den Weg, so ruft er. Kehrt um, tut Buße. Ja, sogar die Soldaten werden von diesem Wort des Johannes getroffen. Sie werden erschüttert, sogar jene, die in den Augen der Gesellschaft Sünder sind, die Zöllner. Auch sie kommen zu Johannes dem Täufer, erschüttert von seiner Rede. Ja, was sollen wir tun, fragen sie. Und schon diese Frage zeigt, dass sie bereit sind zu hören auf das Wort Gottes, dass sie offen sind für das, was Johannes ihnen sagt im Namen Gottes. So müssen auch wir uns immer wieder neu fragen, was sollen wir tun? Ja, wie sollen wir leben, um wirklich vor den Augen Gottes bestehen zu können, damit wir nicht Spreu sind, wenn das Gericht kommt, wenn der Herr uns richtet, wenn wir ihm gegenüberstehen von Angesicht zu Angesicht, spätestens dann, wenn wir aus diesem Leben hinübergegangen sind in die Ewigkeit. Ja, Weizen sollen wir sein. Und der Herr erschenkt uns diese Gnade, dass wir nicht Spreu sind, dass unser Herz wirklich bei Gott ruht, dass wir nicht nur Getaufte sind, sondern wirklich als Christen leben, als gläubige Menschen. Jesus ist gekommen, um alle Spreu in uns hinwegzunehmen, alle Sünde, alle Schuld, all das, was uns trennt von Gott, was uns unfruchtbar macht, was nur Äußerlichkeit ist. Denn Gott will unser Herz erfüllen, er will es reinigen und umwandeln. Er möchte ja auch in uns dieses Feuer des Heiligen Geistes neu entzünden, dieses Feuer der göttlichen Liebe. Und vor diesem Feuer kann nichts bestehen, was nicht Gottes ist, was nicht Liebe ist, was nicht Wahrheit ist. Aller Schein, alle Äußerlichkeit, alles äußerliche Getue wird verbrannt in diesem Feuer der Liebe Gottes. Vor diesem Licht Gottes erscheinen alle Schatten, alle Dunkelheiten in unserem Inneren, in unserem Herzen, in der Tiefe unserer Seele. So sollen wir, ja wie Johannes, mit demütigem Herzen zum Herrn kommen. Ja, dieser machtvolle Rufer in der Wüste, wie demütig ist er vor Gott. Er bekennt, ja, ich bin es nicht wert, die Sandalen ihm von den Füßen zu lösen. Er weiß, Johannes ist sich bewusst, dass er ein Sünder ist, dass er der Vergebung bedarf. Sogar er, der so heilig ist, von dem ja Jesus ja sagt, es gibt keinen Größeren als Johannes den Täufer, der von einer Frau geboren wurde. Ja, er, der die Stimme ist, die Stimme, die ruft, die dem ewigen Wort, dem Kommen des Herrn Jesus den Weg bereitet. Und auch Jesus selber tritt ja in Demut und Bescheidenheit auf.
Er zwingt den Menschen nicht, ihm nachzufolgen, auf ihn zu hören. So dürfen auch wir vertrauensvoll zum Herrn kommen, auch wenn wir mit Schuld beladen sind, auch wenn wir uns bewusst sind, wir sind arme Sünder, wir versagen immer wieder, wir sind keine perfekten Menschen, wir sind unvollkommen, ja, wir sind oft sehr zerbrochene, gebrochene Gefäße. Und dennoch gießt der Herr in diese Gefäße seine Gnade hinein, wenn wir voll Vertrauen zu ihm kommen, wenn wir unsere Schuld bekennen, ja, wie jene, die zu Johannes dem Täufer gekommen sind, nicht um sich fromm zu geben, sondern um wirklich Heil und Heilung zu erfahren. Ja, diese Heilung erfahren wir besonders im Bußsakrament, in der Beichte. Da reinigt der Herr unser Herz, er nimmt die Spreu der Sünde hinweg, er macht uns kostbar, wertvoll, fruchtbar, denn wir öffnen uns dem Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Geist Gottes bewirkt diese Fruchtbarkeit in uns, dass wir wirklich Weizenkorn sind, das reiche Frucht bringt, Früchte der Liebe, der Freude und des Friedens. Ja, so können wir diese wahre Freude erfahren, die nur Gott allein uns schenken kann. Diesen wahren Frieden, den nur Jesus gibt, den er uns geben möchte, besonders jetzt am Geburtsfest, wenn er kommt, wenn wir uns vorbereiten auf ihn. Diesen Frieden, den Gott schenkt, kann die Welt nicht geben. Wir sehen es in dieser Zeit gegenwärtig oft mit Schrecken, wie viel Unfriede in der Welt ist, wie viel Gewalt, sogar in unserer nächsten Nähe, in unserem Land, wie viele Gewalttaten, wie viel Friedlosigkeit. Aber der Herr Jesus, er ist unser Friede. Lassen wir uns diesen Frieden nicht rauben, auch nicht durch unsere eigene Schwäche und Sündhaftigkeit. Kommen wir voll Vertrauen zu ihm, dem barmherzigen Retter, denn er ist treu. Und er stellt keine Bedingungen, nur die eine, dass wir wirklich ehrlich zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen und auf seine rettende Macht und Güte vertrauen. So kann der Herr uns wirklich mit seinem Geist erfüllen, mit dieser einzigartigen Freude Gottes. Dann spüren wir schon etwas von diesem Himmel, von dieser Freude der Seligen, die schon bei Gott in der Vollendung sind. Ja, dann beginnt dieses ewige Leben, dieser Himmel schon hier bei uns, mitten unter uns, bricht dieser Himmel hinein in diese Zeit, in diese Endlichkeit. Dann tragen wir sozusagen das Reich Gottes in uns. Diese Freude, von der ja auch Maria, die Gottesmutter, im Magnificat singt. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Ja, weil der Herr auch für uns und an uns Großes getan hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden, um uns unzerstörbare Hoffnung zu schenken. Hoffnung auch dann, wenn wir vielleicht krank und leidend sind. Ja, auch Krankheit und Leiden sind nicht sinnlos. Das zeigt uns Jesus durch sein Kreuz. Auch wenn man vielleicht meint, ja, jene, die gesund sind, haben leicht reden, die keine Schmerzen haben. Aber wenn wir hinschauen auf Jesus, auf sein Leiden für uns, dann zeigt er uns, dass auch das Leiden, auch die Krankheit, auch die Schwachheit einen unermesslichen Wert hat, wenn wir es mit ihm, mit seinem Kreuzesopfer verbinden. Dann kann schon jetzt etwas von dieser wahren Freude in unser Herz hineinbrechen, hineinströmen. Auch wenn vieles an uns und um uns nicht erfreulich, sondern eher traurig und entmutigend ist. Jesus, er hat alle Sünde, allen Tod besiegt, die Macht der Finsternis, der Lüge. Er ist auch jetzt schon der Auferstandene in unserer Mitte. Lassen wir es zu, dass er auch unser Herz erfüllt. Bereiten wir ihm den Weg, öffnen wir uns ihm dem Wirken seiner Gnade, dann kann er zu uns kommen und uns umwandeln. Dann werden wir wahre Zeugen seiner Freude, seiner frohen Botschaft, des Evangeliums für
für unsere Mitmenschen. Dann können wir Licht sein in dieser dunklen Welt, Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Amen.